In diesem Video zeige ich euch meinen zweiten Koi-Teich im dritten Jahr. Und wir schauen uns an, wie sich Teich und Garten letzten Endes entwickelt haben. Moin Leute und herzlich willkommen zu Teich und Garten for You, eurem YouTube Koi-Blog. Diesmal gleich wieder mehrere Monate in einem Video verpackt. Und ich habe euch da so die besten Szenen mal ein bisschen zusammengesucht. Wir hatten auch viel Regen in den Monaten, ja, Juli, August. Wir hatten aber auch sehr schöne Tage. Und all das habe ich euch hier so ein bisschen zusammengefasst. Gleichzeitig ist mein Koi-Teich dieses Jahr 3 Jahre alt geworden. Und auch da kann ich wieder so ein bisschen Revue passieren lassen und möchte euch auch dazu ein paar kleine Dinge erzählen. Hier einige Aufnahmen aus der Regenzeit. Ja, Regengewitter haben hier letzten Endes auch den Juli geprägt. Insgesamt war die letzte Zeit nicht ganz so spannend, hier ist nicht ganz so viel passiert, aber ein paar schöne Aufnahmen sind natürlich trotzdem entstanden. Für die Pflanzenwelt war es natürlich optimal und da werde ich euch auch noch ein paar Aufnahmen zeigen. Der Garten entwickelt sich prächtig weiter und auch das Thema PV-Anlage ist bereits in einem der nächsten Videos in Arbeit und da möchte ich euch auch einiges drüber berichten. Eine kleine Neuerung gab es dann doch. Und zwar habe ich mir ein paar Tosai für meine Outdoor-Halterung geholt, denn die ist mittlerweile leer geworden. Einige Fische sind ausgezogen und einige Koi, 2 Stück aus der Halterung, sind auch in meinen Teich eingezogen. 2 Karashi und dafür gab es dann gleich ein paar neue, und zwar Benigoi von Koi-Teichland. Diese Szenen hatte ich auch schon am Händlerbericht hinten angefügt und das Ganze ist hier im Juli passiert und dann sind neue Fische in meine Outdoor-Halterung eingezogen und die haben sich auch recht schnell und gut hier eingefunden und fressen auch echt fleißig, immer wieder cool und macht richtig Bock, hier solche kleinen Fische auch mal wieder auf dem Grundstück zu haben. Nicht nur die großen Kollegen im Teich, wobei die natürlich auch immer noch Bock machen. Richtig Bock macht auch der Garten. Es war einfach die beste Entscheidung, das schon direkt mit dem Teichbau parallel anzulegen. Denn heute, nach 3 Jahren, ist das Ganze schon echt krass eingewachsen. Also ich muss schon ordentlich ausdünnen, damit das Ganze hier nicht mir über den Kopf wächst. Und letzten Endes sind wir da sehr zufrieden, dass so gemacht zu haben. Es gab dann natürlich dieses Jahr auch Zuwachs im Teich, davon habe ich ja schon berichtet. Und diese Fische von Teichjuwelen in Deutschland gezüchtete Koi habe ich hier mal 3 Stück in die Wanne geholt. Die sind richtig krass fett durchgefärbt, die haben ordentlich Body aufgebaut, auch schon an Länge zugelegt und ich bin super gespannt, wie die dann im Oktober letztendlich dastehen, wenn ich meine Fische alle wieder vermessen werde. Ich bin auf jeden Fall super happy und zufrieden mit den Tieren von Teichjuwelen. Die machen sehr, sehr viel Spaß im Teich. Die sind super robust, machen überhaupt keine Probleme und sind wirklich auch mit die Ersten, wenn da so ein paar Futterpellets ins Gewässer reinfliegen. Unsere Katzen laufen natürlich auch immer noch alle hier durch die Gegend und den Teich lassen sie eigentlich in Ruhe, da sind sie nicht so interessiert dran. Ich glaube, die haben auch so ein bisschen Angst vor, wenn die dicken Kollegen dann mal an die Oberfläche kommen. Teich läuft super geil und da werde ich jetzt gleich noch ein paar schöne Szenen zeigen und auch 1-2 Worte zu verlieren. Liter. Trommelfilter, große Biokammer, Helix-Filtermaterial, Japanmatten und 2 effiziente Energiesparpumpen. Ich behaupte, und das ist natürlich jetzt nur meine Meinung, dass ich meinen Teich perfekt geplant habe. Der ist super effizient, die Wasserqualität ist richtig derbe geil und da kann man auch richtig viel Futter reinwerfen.
Da geht durchaus bis zu 1 Kilo Futter in der Hochsaison rein und der Filter, der wuppt das einfach weg. Die Wasserqualität, denke ich, die kann man auf den Aufnahmen immer wieder sehen, ist auch richtig geil. Das ist transparent, klar. Mehr wünsche ich mir persönlich nicht. Und auch die Teichform, Platzierung der Rückläufe, Bodenabläufe, einfach das ganze Konzept ist einfach stimmig. Natürlich geht es optisch geiler, wenn man so einen richtigen Japan-Teich mit Findlingen hat. Aber was die Effizienz angeht, ist das, glaube ich, hier mit am Optimum. Und ich bin auch heute noch, nach 3 Jahren, super zufrieden. Es gibt wirklich eigentlich gar nichts, was ich jetzt noch verbessern wollen würde. Hab ja dieses Jahr noch den Überlauf nachgerüstet, den ich euch in einem vorherigen Video schon gezeigt hatte. Und jetzt ist das ganze Ding einfach so, ja, ich glaube, jetzt gibt es einfach nichts mehr, was ich wirklich verändern wollen würde. Ja, es läuft wirklich super rund, macht super viel Spaß und ich glaube, das kann man auch auf den Videos sehr gut sehen. Würde ich das Ganze wieder so machen? Ich denke schon. Ist natürlich immer eine Zeitfrage, wie viel Zeit ich habe, einen Teich zu bauen. Er sollte ja mal optisch ganz anders werden, aber aus zeitlichen Gründen wurde es dann ein viereckiger Teich. Ich bereue es trotzdem nicht, weil mit den steigenden Stromkosten, mit den ganzen steigenden Ausgaben rundherum um uns, bin ich doch recht froh, mittlerweile so einen eckigen Teich zu haben, den man halt doch ein bisschen effizienter auch betreiben kann als ja einen ausladenden Teich. Auch der Winterbetrieb ist natürlich viel einfacher, weil man so einen Teich, so einen viereckigen, easy abdecken kann. Wasserwechsel war auch so ein Thema. Dieses Jahr 2023 habe ich dieses Jahr deutlich mehr gemacht als die letzten Jahre. Und ich hoffe mir dadurch auch nochmal vielleicht den einen oder anderen Zentimeter extra an meinen Fischen. Ich bin hier tatsächlich bei ja, locker plus 20% in der Woche. Und da wollen wir doch mal sehen, was dabei letzten Endes rauskommt. Thema Outdoor-Halterung sollte ich vielleicht auch nochmal drüber berichten. Auch die ist mittlerweile 1 Jahr alt. Auch da kann ich nur Positives drüber erzählen. Aber ich glaube, das verdient wirklich nochmal ein eigenes Video, weil es einfach eine super geile Anlage ist. Ja? Auch super effizient, läuft immer noch einwandfrei, obwohl das ganze Jahr draußen. Und ja, letzten Endes waren das so die entscheidenden Punkte der letzten Wochen, die ich euch hier in diesem Video zusammengefasst habe. Wenn ihr das interessant fandet, gebt mir doch ein Like für dieses Video bei Fragen, Anregungen, Kritik. Ruhig hier drunter posten und wenn ihr noch kein Abonnent seid, abonniert den Kanal, denn hier gibt es immer mal wieder ein paar tolle Videos rund um das Koi-Hobby. Und damit möchte ich mich nun auch wirklich verabschieden. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Wir sehen und hören uns einfach beim nächsten Mal. Bis dahin, Leute. Ciao.